Der Mensch hat eine ganz besondere Fähigkeit. Der Mensch lernt von Geburt an und hat ein sehr großes Repertoire an Hintergrundwissen. Und dieses Hintergrundwissen ist dort, vielleicht nicht immer bewusst, aber hilft uns spontan in Situationen, die neu für uns sind, die aus der normalen Schemata herausfallen, zu reagieren. Das heißt, Menschen sind sehr gut, wenn es darum geht, unerwartete Situationen zu meistern. Es ist eine methodische Herausforderung. Wir forschen gerade auch bei uns am Lehrstuhl an der Fähigkeit, KIs kontinuierlich trainieren zu lassen und kontinuierlich lernen zu lassen. Von einer Aufgabe zur zweiten, zur dritten Aufgabe. Und das, was eine große Herausforderung ist, ist das katastrophale Vergessen oder catastrophic forgetting vor den vorher gelernten Aufgaben. Das heißt, wir möchten, dass die KI die nächste Aufgabe lernen kann, die alten Aufgaben nicht vergisst. Und die Hoffnung ist, dass wir bei der nächsten Aufgabe weniger Wissen brauchen, weil wir ja schon einen Wissensschatz uns angeeignet haben. Das ist aber aktuelle Forschung. Wir werden in der Zukunft immer mehr hochspezialisierte KIs haben, die mit uns Menschen in Kooperation Probleme lösen werden. Das kann zum Beispiel in der Geschäftswelt ein Prozess sein, wie wir zum Beispiel in der Wirtschaftsprüfung sehen. Die Wirtschaftsprüfer, ob sie jetzt extern oder in der internen Revision sind, gehen in die Unternehmen und untersuchen dann, ob zum Beispiel der Jahresabschluss dem entspricht, was das Unternehmen in all den Daten intern im SAP-System drin hat. Und dann ist der Wirtschaftsprüfer natürlich diesem Datenberg ausgesetzt und müsste diesen gesamten Datenberg von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen an Transaktionen prüfen. Wir können hier eine spezialisierte KI nehmen, um diesen Datenberg durchzuarbeiten und Anomalien zu finden, sprich Transaktionen, die nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten. Das ist die Aufgabe der KI, diese Daten zu bearbeiten. Und das kann man dann nehmen, diese Ergebnisse, und den Wirtschaftsprüfer zurückgeben, der mit all der Kompetenz und der Domänexpertise das anschaut, interpretiert und die nächsten Schritte einleitet. Und das wäre ein ideales Szenario, wo Mensch und Maschine viel besser sein können als die Maschine alleine, aber auch der Wirtschaftsprüfer alleine. Wir Menschen, wir leben ja in einer Welt, die immer reicher an Daten ist. Und diese Daten, das ist ein sehr wichtiger Wissensschatz für die künstliche Intelligenz, aus diesen Daten zu lernen. Das heißt, wenn man sich die Fähigkeiten anschaut für die Zukunft, die meiner Meinung nach wichtig sein werden für Studierende oder auch in der Weiterbildung, dann wird es Datenkompetenz sein. Einschätzen zu können, welche Daten wichtig sind und welche Daten dann entsprechend gespeichert werden müssen, um KIs das beizubringen, was sie meistern sollen.